Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem ganz neuen Video von mir. Wer war schon wieder shoppen? Ja. Ein voller Korb DM, Rossmann und ein bisschen was im Kaufland. Wenn du wissen willst, was ich so geshoppt habe, dann bleib einfach dran. Die Kaufsucht hat mich mal wieder erreicht. Yay! Ich habe ja gesagt, ich kaufe eigentlich nichts mehr, aber DM, Rossmann, solche Dinge, die gehen immer, weil man braucht ja immer wieder mal was. Und dann sieht man immer wieder mal was, stöbert und ja, landet dann hier bei mir ins Körbchen. Angefangen habe ich beim Kaufland entdeckt BB Soft Body Lotion. Die habe ich jetzt noch nicht entdeckt beim DM oder Rossmann. Die war im Ausverkauf, deswegen habe ich die gleich mitgenommen. Die ja, hat mich einfach angesprochen, ein Spray sozusagen. Und wenn man in der Früh zu faul ist, zum sie eincremen und wenig Zeit hat zum Fertigmachen, finde ich sowas immer sehr, sehr gut. Habe ich schon mal getestet, so ein Spray. Ja, ist super praktisch. Und es ist mit natürlichem Rosenblütenwasser für normale Haut, spendet Feuchtigkeit und ja, habe ich sofort zugeschlagen. Also wenn es euch interessiert beim Kaufland, gibt es das. Und dann gab es noch im Ausverkauf ebenfalls die BB Beautiful Hautbild verschönernde Reinigungsmaske für die Dusche. Finde ich super. 60 Sekunden einwirken und dann eben unter der Dusche wieder abspülen. Und ja, finde ich super, weil sowas brauche ich immer. Unter der Dusche hat man immer kurz Zeit, um sich eine Maske reinzuschmieren. Das ist ja wie so mit der Kur oder sowas für die Haare. Deswegen hat mich das sehr angesprochen. War wie gesagt auch im Ausverkauf und habe ich mir eins mitgenommen zum Testen. Wenn es das halt leider nicht mehr gibt und mir das so gefällt, ist natürlich sehr, sehr schade, aber naja. Ebenfalls im Ausverkauf war meine liebste Gesichtspflegereihe. Fangen wir an mit der Tagescreme. Habe ich mir gleich ein Backup geholt. Habe ich schon eins da. Das ist die von Jean & Len Tagescreme. Das sind ja diese Sachen ohne Mikroplastik, ohne Gedöns und so weiter. Die habe ich soweit noch nirgendwo gesehen. Also es gibt es auch nicht beim DM oder beim Rossmann. Ich habe es in keiner einzigen Drogerie entdeckt bisher. Und bin eben im Kaufland darauf getroffen und seitdem benutze ich die täglich. Ich liebe, liebe, liebe diese Serie mit Hyaluron und Aprikosenextrakt. Ja, finde ich super. Ich liebe diese Tagescreme. Die spendet super Feuchtigkeit. Ich vertrage sie perfekt. Es bilden sich keine Pickelchen und sie spendet den ganzen Tag Feuchtigkeit bei meiner Misch bis sehr, sehr trockene Haut. Und ja, die kann ich nur empfehlen. Die gibt es vielleicht auf der Homepage von denen von Jean & Len. Und sonst weiß ich nicht, wo man an die Produkte ankommt. Wie gesagt, die war jetzt im Ausverkauf, so wie die Nachtcreme. Die liebe ich, die spendet, die ist so reichhaltig. Da ist jetzt Hyaluron und Avocadoöl. Ja, ohne Gedöns. Ich liebe, liebe, liebe diese Serie. Habe mir jetzt erstmal ein Backup geholt. Ich wollte mir nicht noch mehr holen, weil ich weiß auch nicht, wenn die dann so ein halbes Jahr hier bei mir rumliegen, ob die dann nicht auch schlecht werden. Und dann gab es eben auch noch im Ausverkauf von der gleichen Serie den Reinigungsschaum Make Ab, voll lustig, also abmachen, AB. Limetten- und Apfelextrakt entfernt Augen-Make-up, ja, finde ich super. Ich benutze ja nur mein Hip-Waschgel mit dem Make-up-Radierer. Jetzt wollte ich das halt mal ausprobieren. War ebenfalls im Ausverkauf. Ich liebe diese Serie, ich liebe diese Firma. Ich kann sie wirklich nur in den Himmel loben, kann sie wirklich nur weiterempfehlen für empfindliche Haut. Wer was Reichhaltiges sucht für so trockene Haut, ich vergöttere diese Reihe und schade, dass sie rauskommt. Ich muss mal gucken, wo ich sie dann wieder herkriege. Gehen wir weiter zum DM. Beim DM durften diese Tortellini-Käse mit und zwar von DM Bio. Die habe ich bei Amanda Rentschler auf dem Kanal gesehen. Also das ist die einzige YouTuberin, bei dem ich auch jeden Tag die Vlogs anschaue. Ich mag die, ich finde die total sympathisch. Ich verlinke mal hier oben ihren Kanal. Jedenfalls hat sie diese Käse-Tortellini empfohlen, weil sie die immer wieder kauft und sie macht es immer mit so einer Tomatensauce vom Aldi. Das habe ich eben auch nachgemacht und ich finde die echt gut. Die sind halt etwas teurer, als wenn man die halt eben beim Discounter oder im Lebensmitteleinzelhandel holt. Aber ich finde die sehr, sehr, sehr lecker. Zudem hat man irgendwie so ein gutes Gewissen, wenn man so Bio-Produkte isst. Und ja, kann ich auch so weitergeben, dass die wirklich sehr, sehr gut sind. Außerdem durfte ich noch mit und da habe ich mich wahnsinnig gefreut, weil jetzt ist es ja, das Geheimnis ist ja endlich gelüftet, was das denn für ein Duft ist. Ich fand es ja so lustig, ich habe es bei einer YouTuberin gesehen, die hat so dran geschnuppert, hat sich das auch geholt, der schwarze eben, dieses Mysterious One.
Bei dem Duschgel ist es eben so, man durfte da halt eben raten, welche Duftrichtung das ist. Und dann durfte es mal einschicken und dann kann man da, glaube ich, irgendwas gewinnen oder so. Und so eine YouTuberin hat dann gerochen und sagt halt, ja, das riecht nach Kaugummi oder nach Bum-Bum oder keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall jetzt, das Geheimnis ist gelüftet worden und ich finde, das riecht man auch extrem. Ich habe es mir davor noch nicht geholt, weil ich war so lange nicht mehr im DM, dass ich das nicht mehr erwischt habe, diese Serie. Aber man riecht es einfach, das ist Eisbonbon. Es riecht 1A nach Eisbonbon und ja, seit ich das weiß, bin ich sofort zum DM gestürzt und wollte mir wenigstens schon die neue holen. Also es gibt ja jetzt schon die neue Verpackung, wo eben hier so Eisbonbon steht und so. Habe ich leider nicht gekriegt im Regal, gab aber noch den Aufsteller damit. Da gibt es eben noch die Lotion dazu und die Handcreme noch dazu. Ich würde mich wahnsinnig über ein Peeling darüber freuen und so ein, diesen Body Spray, den Body Mist, würde ich mich auch damit einsprühen, weil es riecht ja mega perfekt für den Sommer. Mein Freund hat es schon benutzt, ich noch nicht. Und die ganze Wohnung hat nach Eisbonbon gerochen. Es ist so ein erfrischendes Gefühl, ein erfrischender Duft. Und ja, mega, mega, mega. Und wer auf Eisbonbon steht und diesen Geruch sehr mag, kann ich dieses Duschgel nur empfehlen. Gibt es jetzt auch mittlerweile, glaube ich, auch beim DM mit dem neuen, mit der neuen Aufmachung eben. Und Leute, damit dusche ich mich gleich. Ich habe es ja noch nicht ausprobiert. Dann durfte wieder mit eine Sakrotan Seife, Limited Edition, sommerlicher Rhabarbertraum mit Basilikum. Vom Namen her hat es mich überhaupt nicht angesprochen. Ich habe ja in der Toilette diesen No-Touch Seifenspender und da kaufe ich die immer. Und ich habe sie jetzt mal zum Probieren schon mal mitgenommen. Die ist jetzt leer und die habe ich tatsächlich nachgekauft. Ich hatte mal so eine Lavendelseife. Und die war so, so geil, weil die Hände danach so irgendwie wirklich klinisch sauber gerochen haben, so desinfiziert irgendwie, weil es halt dieser herbe Geruch ausmacht. Und die riecht nämlich auch herb, das macht, glaube ich, dieses Basilikum. Und das ist auf der Toilette einfach mega, wenn man dann die Hände wäscht und auch mit diesem No-Touch. Und dann hat man halt eben diesen herben, desinfizierten Geruch, finde ich. Und das ist wirklich ein Träumchen. Ich mag diese Seife sehr, sehr gerne und wie gesagt, die habe ich schon nachgekauft und die landet jetzt demnächst in die nächste Aufgebrauchtüte. Außerdem durfte mit, das habe ich ja schon bei einigen YouTubern gesehen, da gibt es nämlich zwei Varianten davon, habe ich gesehen. Eine mit Granatapfel und weiß ich noch irgendwas und eben Macadamia und Reismilch. Und ich habe mich jetzt eben für die entschieden, weil ich habe das auch gemacht und das duftet so gut. Ich liebe ja die Produkte von Rituals, die Peelings, aber das DAF-Produkt, das riecht mega. Man sieht, das ist ein riesiger Bottich voller Produkt. Der Duft ist der Wahnsinn. Es riecht so typisch, finde ich, nach Duff, aber irgendwie so geil parfümiert. Und die Konsistenz sieht so richtig lecker aus. Es sieht ja aus wie so Eis. Also da freue ich mich schon wahnsinnig drauf, das Produkt auszuprobieren. Wie das dann so ist, ob es dann wirklich so, ja, vielleicht sich so eincremt, ob es dann rutschig ist in der Badewanne oder so. Ich freue mich schon wirklich drauf und der Duft. Außerdem muss immer wieder mit, das ist nämlich jetzt mir heute leer gegangen, brauche ich immer, immer wieder und das hat sich seit langen, langen Jahren, vielen, vielen Jahren bei mir schon bewährt, dieses Gliss-Kur Express Repair, diese Gliss-Kur Express Repair Spülung. Total Repair heißt es nämlich, das ist diese ja, orangene Variante mit diesen zwei Phasen. Ich glaube, die haben alle zwei Phasen. Aber die Serie eben, die ist für mich die beste für meine Haare, weil das ist so ein, ja, kein Siepenspray sozusagen. Also es sprüht man sich in die nassen Haare und dann kommt man wunderbar mit der Haarbürste durch. Es ist ein Traum. Ohne dieses Mittelchen kann ich nicht mehr leben. Ich kann meine Haare nicht durchkämmen im nassen Zustand. Und selbst mit dem Tangle Teaser zieht es bei mir immer. Und mit diesem Produkt sind meine Haare gleich weich, glatt und glänzen nach dem Haartrocknen auch wahnsinnig, wahnsinnig. Und trockenes, strapaziertes Haar, so alle, die trockenes, strapaziertes und sehr feines Haar vor allem, kann ich dieses Produkt empfehlen. Habe aber auch schon bei Leuten gesehen, die normales Haar hatten, dass die das Produkt lieben, also das ist wirklich himmelgelobtes Produkt von mir, kann ich sehr, sehr empfehlen, schaut euch das mal an. Wenn ihr nach einem Produkt sucht für
leichte Kennbarkeit. Ich muss ein bisschen hin und her swatchen, also verzeiht es mir, ich war beim Rossmann, das ist alles in einem Körbchen, das ich da jetzt erfüllen muss und dann ich nehme das einfach mit von oben raus. Im Angebot war nämlich die Garnier Skin Active Masken. Yes, and active. Genau, die waren im Angebot und ich habe natürlich zugeschlagen. Die blaue war leider ausverkauft. Ich habe sie alle mal mitgenommen, weil die hatte ich schon mehrfach ausprobiert und kann sie wirklich nur sehr, sehr empfehlen. Das sind wirklich sehr begehrte Masken. Habe ich schon bei sehr, sehr vielen YouTubern gesehen und das sind eben diese zwei neue Sorten. Habe mich eigentlich nicht angesprochen, aber mein Freund meinte, komm, nimm die auch mit. Wenn schon, dann hast du alle. Und es ist eben die Schwarztuchmaske mit Bambuskohle. Beide. Und das eine ist eben mit schwarzem Tee-Extrakt und das andere ist mit schwarzer Alge-Extrakt. Und die sollen wirklich sehr, sehr gut sein, habe ich schon vieles davon gehört. 15 Minuten Einwirkzeit und ja, habe da jetzt mal eine ganze Mischung mitgenommen. Ich zeige euch nochmal kurz, also einmal hier die Hydra Bomb, das ist die für normale Mischhaut, mattiert Poren. Das ist jetzt hier die feuchtigkeitsspendende und ausgleichende Maske. Dann habe ich hier die feuchtigkeitsspendende und die Glow-Boosting-Maske. Die rosa mag ich auch sehr gerne. Dann diese Lavendel-Maske, die ist auch mega entspannende Maske mit Lavendel. Beruhigende Maske mit Kamille. Ja, und die zwei habe ich ja schon genannt. Ich finde es toll. Und die wandern jetzt in mein Maskenköpfchen, was eigentlich schon platzt. Bei Masken habe ich wirklich zugeschlagen das Mal, weil ich zurzeit irgendwie so voll den Maskenfetisch habe. Und im Ausverkauf waren eben diese drei Sorten an Maske zu erwerben. Und zwar für 1,90 Euro. Ich weiß nicht, was die vorher gekostet haben. Das sind nämlich dann so koreanische Produkte, koreanische Masken. Die sind ja immer gut. Die kenne ich jetzt noch nicht. Das sind dann, wie heißen die denn? Pure Health by Nature Village. Ich weiß jetzt nicht, welche Firma das ist. Pure Health. Ja. Oder Pure Heals. Pure Heals. Jedenfalls einmal die Green Tea Callus Mask. Sieht sehr, sehr ansprechend aus. Vor allem mit diesen kleinen süßen Tieren. Das ist so süß. Musste ich einfach mitnehmen. Dann nochmal hier Pure Heals mit Ginseng Berry. Und eine Rose Callus Mask. Ich weiß nicht, wieso. Ah, Rose und Honig, glaube ich, oder so. Ist jedenfalls hier eine Rose abgebildet und da das Bienchen mit den Waben. Ja, finde ich sehr, sehr cool. Ich freue mich schon, die anzuwenden. Und das sind übrigens jetzt auch Tuchmasken. Die sehen so hammer ansprechend aus, findet ihr nicht? Das ist ja, keine Ahnung, diese süßen Tierchen und diese, ja, diese Arznei irgendwie so. Mega. Dann geht es auch weiter mit Masken. Haha, die habe ich beim Rossmann ergattern können, die habe ich jetzt auch schon bei einigen YouTubern gesehen und das sieht ja aus wie so ein, also wie so ein Quetschimus, dass man das gleich trinken könnte. Ring Wake Up Beauty reinigende Tonerde-Maske, limitierte Edition, für 5 Anwendungen geeignet und ja, die Cindy von Kanal Rosa87Lee, den Kanal verlinke ich euch, hat das getestet und hat gesagt, es reicht locker für 5 Anwendungen. Und soll wohl so nach Erdbeerjoghurt riechen und so. Also hat mich sehr, sehr angesprochen. Gab es wohl auch mehrere. Ich glaube noch 2 weitere. Aber mich hat einfach dieses Wake Up Beauty einfach angesprochen. Deswegen durfte sie mit. Und ja, die Verpackung. Dann durfte noch von Isana Young, ebenfalls von Rossmann, die Flower Power Tuchmaske mit. Ist auch eine limitierte Edition. Ist wohl Blümchen gemustert. Und ja. Allein schon die Verpackung habe ich angesprochen, hat so ein bisschen Festival-like und freue ich mich schon sehr, sehr darauf, die auszuprobieren. Aber bei meinen Masken tick, ich kann sie nicht alle ausprobieren, aber nach und nach. Dann gibt es von Neutrogena neue Masken und bei den Tuchmasken wusste ich eben nicht, ob sie zu diesem, da gibt es ja diese, ich weiß nicht, diese Lichtmaske eben, dann tust du dir die Tuchmaske drauf und diese Lichtmaske oben drauf, das ist besser einwirkt. Ich wusste ja nicht, ob die Tuchmasken für die Lichtmaske gedacht sind. Deswegen habe ich mir jetzt nur die kleinen mitgenommen. Davon gab es, glaube ich, 3 Sorten. Da gibt es, glaube ich, noch die blaue davon. Und ich habe mich für diese 2 entschieden, weil die waren recht teuer. Ich glaube, 2 Euro oder über 2 Euro. Und die sind eben in so einem kleinen Bottich hier drin. Einmal die Illuminating Boost für strahlend schöne Haut, eine Crememaske.
mit Vitamin B3 und die Egglos Boost für glatte, jüngere, aussehende Haut mit Adenosin und ja, Neutrogena. Ich liebe Neutrogena. Die Produkte sind wirklich sehr, sehr, sehr schön. Habe ich schon einiges ausprobiert. Und wenn es davon Masken gibt, dann kann es ja nur gut sein. Und ja, die haben mich schon sehr, sehr angesprochen. Und ist, ja, die Verpackung ist mega süß. Außerdem duften noch mit Soft und Sicher Taschentücher vom DM. Die kaufe ich mir immer wieder. Ich brauche mal zwei im Haushalt. Einmal auf meinem Kosmetiktisch und einmal im Badezimmer. Ich brauche die zwei, da muss ich immer nicht hin und her rennen. Und jetzt landet endlich mal die auf meinem Schminktisch. Hier voll süß mit Butter. Ich stehe auf Butter. Und ja, ebenfalls kann man nicht viel dazu sagen, brauche ich immer zwei Stück am Kosmetiktisch und einen im Bad. It's the little things in life. Voll süß. Ja, 300 Wattestäbchen, süßes Muster, süße Box, aber darauf kommt es ja nicht an. Es kommt auf den Inhalt an. Des Weiteren durften mit, und das habe ich auch schon bei so, so vielen YouTubern gesehen und habe es jetzt auch endlich mal entdeckt, nachdem ich wieder beim DM war und so einen Großeinkauf gemacht hatte. Und zwar ist es diese neue Balea-Reihe mit Iceberry und Eiskokos. Und Leute, das sieht doch so aus wie so ein kleines Eis, so ein kleines Soft-Eis, wo man aufmachen und gleich loslöffeln darf. Also es sieht so mega lecker aus. Also die Verpackung, das haben die richtig, richtig süß gemacht. Die ist ja leider auch verschlossen. Man konnte halt im Laden nicht daran riechen, aber ich habe schon gehört, dass die super schön riechen sollen und die teste ich auf jeden Fall aus. Mich hat jetzt das Eis Kokos, weil ich auf Kokos stehe, mehr angesprochen. Deswegen habe ich da beides mitgenommen, weil ich könnte mich mit Kokos auch einschmieren. Und zwar ist es ja die Body Cream. Und dann gibt es eben noch die Masken dazu. Und Kokos geht immer. Und als Maske verkrafte ich gerade noch Berry, weil ich mag beerige Gerüche überhaupt nicht. Deswegen habe ich mir da nur die Maske mitgenommen. Sollte der Duft gut sein, werde ich mich damit noch eindecken mit der Cream, weil da ist eine Himbeere abgebildet. Also wenn das nach Himbeere duftet, dann zieht es sofort bei mir ein und das durfte einziehen und ich freue mich schon mega, die auszuprobieren. Das sieht so mega schön aus und so ansprechend, deswegen musste das mit. Dann durfte eben von Balea wieder mal eine Maske mit. Ich habe ja noch nicht genug, also haue ich voll rein. Die Tuchmaske. Und zwar ist es die gleiche Idee wie diese Isana Young Tuchmaske Flower Power. Die hat nämlich auch so einen Blumenprint, wobei die vielleicht mich mehr anspricht, weil da so auch so rote Bäckchen drauf sind. Die ist aber komplett, ich weiß nicht, die ist grün, glaube ich, so laut Beschreibung. Ja, soll wohl nach Kirschblüten duften und ich freue mich wahnsinnig, die schon zu verwenden. Ich stehe auf Tuchmasken, die gehen einfach schneller, die duften immer gut. Und ja, deswegen durfte die auch mit in meine Maskensammlung. Außerdem durfte mit, und das ist jetzt ganz neu im Sortiment, das habe ich nämlich online entdeckt und freue mich wahnsinnig. Das Köpfchen steht nämlich schon ein paar Tage da. Und jetzt habe ich es gesehen, dass ich das noch habe. Es kommt nämlich sofort in den Kühlschrank und wird ausgetestet. Habe ich mir gleich zwei mitgenommen, einmal für mich und meinen Schatz. Und zwar ist es weiße Schokolade. Wie geil ist das denn? Korwach. Ich weiß nicht, ob jemand Korwach kennt von euch, ist ja so ja, natürliches Koffein, also aus Guarana quasi und anderen Quellen, also so ein softes Koffein quasi, macht wach, gibt es als Pulver, kann man auch warm trinken und ich glaube, man kann es auch kalt trinken, schmeckt mega, mega, mega lecker, ist aber extrem teuer. Und mich hat jetzt dieses Fertige hier sehr interessiert, weil es weiße Schokolade ist. Wie geil ist das denn? Und das wird jetzt gekühlt und getrunken und ich freue mich drauf. Und berichte euch auf jeden Fall im Aufgebrauch, wie es geschmeckt hat. Sonst probiert es einfach selber aus. Ich freue mich drauf. Außerdem, wie immer in meinem DM-Hauls und mein Aufgebrauch, findet ihr immer mein liebstes Waschgel von HIP. Das kaufe ich wirklich schon jahrelang nach. Weil ich liebe es. Ich ertrage es sehr, sehr gut. Es brennt nicht in den Augen. Es entfernt das Make-up schonend runter, auch wenn man zwei, dreimal nachwischen muss. Aber ich glaube, das ist bei jedem Waschgel so. Es spannt die Haut nicht. Also wenn die Haut dann, also nach dem Abschminken spannt die Haut noch nicht so stark wie nach anderen Waschgels bei mir, weil da ist ja nichts drin. Da sind ja überhaupt keine Allergiestoffe drin. Da ist ein ganz zarter Duft, so ein Babyduft nur drin. Da ist
Ja, keine ätherischen Öle drin, keine Farbstoffe. Es ist seifenfrei, Augenmilch, frei von Parabenen, frei von Silikonen, frei von Weizenprotein. Es ist vegan und sensible Haut. Und es ist halt eben für Babys und perfekt für die Gesichtshaut. Ich liebe es. Ich kann es jedem nur empfehlen. Wer ein gutes, günstiges Produkt sucht, Leute, das sind 400 Milliliter. Das reicht mir über einen Monat. Also ich glaube fast 2 Monate. Reicht mir das? Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich kaufe mir das immer wieder. Das kostet knapp über 2 Euro, 2,45 oder so. Das gibt es überall. Ihr kriegt es selbst beim Discounter. Und ja, ich liebe es einfach. Ich wasche jeden Tag mein Gesicht damit, entferne mein Make-up damit. Und da geht auch die Mascara runter. Natürlich nur im Zusammenhang mit meinem Beauty, mit meinem Make-up-Radierer. Und das ist für mich perfekt. Ich liebe es. Und das wird immer gekauft und bleibt immer mein Favorit. Dann durfte noch mit ein Duftölflakon-Nachfüller, und zwar stehe ich auf diese Düfte für die Steckdose. Die halten nämlich ewig. Hier steht jetzt bis zu 75 Tage bei niedrigster Stufe. Ich habe es immer auf mittlere Stufe, und wer meine Aufgebraucht-Videos verfolgt hat oder meine Hauls, der weiß, ich stehe auf diesen frischen Duft. Da gibt es diese frische Wäscheduft und so weiter. Der war echt mega. Jetzt wollte ich aber einen anderen ausprobieren. Jetzt habe ich mal Mandelblüte, Kirsch und Kokos genommen, und wie geil klingt denn das? Also echt Hammer, wenn danach die Wohnung duftet. Ich habe das immer im Eingangsbereich, wenn man in die Wohnung reinkommt, dann riecht man eben diesen ganz sanften Geruch. Es ist kein Kopfschmerzgeruch. Man kann es auch stärker einstellen, aber dann ist der Flakon sofort leer, und die Dinger sind schweineteuer. Ich glaube 4 Euro, 5 Euro, sowas in dem Dreh. Hält halt wirklich eine Weile, und es duftet halt auch extrem. Ich mag. Und man kann es halt immer brennen lassen die ganze Zeit, und man braucht sich keine Sorgen machen, wie bei der Kerze zum Beispiel. Man kann sie halt nicht allein lassen, die Kerze, ne? Und diese ganzen Ölflakons mit diesen Stäbchen, davon kriege ich immer Kopfschmerzen, die duften mir zu stark. Außer die vom Aldi, die mache ich sehr, sehr gerne. Da gibt es den Geruch Vanille, und die habe ich im Schlafzimmer stehen, und das duftet wunderbar. Das kommt bei mir in die Steckdose im Eingangsbereich, und bin sehr, sehr gespannt, wie das duftet, weil das frische Wäsche, das könnt ihr echt mal ausprobieren, das ist mega. Weil diese Dinger wirklich so teuer sind, habe ich jetzt von Denkmit einen gefunden, einen Duftstecker. Ja, sollte mir, es gibt leider nur 2 Gerüche, und ich bin ja überhaupt, ich bin da sehr, sehr empfindlich, was Gerüche angeht, also sehr, sehr wählerisch. Ich glaube, das ist jeder. Und das ist eben jetzt weißer Tee mit Bambus. Ich weiß nicht, ob das was für mich ist. Ich habe es mir jetzt jedenfalls mal gekauft, weil der Nachfüller hier sehr, sehr viel weniger kostet. Ich hoffe, dass DM da ein bisschen nachzieht und sich ein bisschen so an die Airbag-Düfte hält. Das wäre echt cool. Aber es gab, glaube ich, nur noch Zitrone oder Blaue Frische oder weiß ich was. Und halt diesen Duft. Ich weiß nicht, ob da was für mich ist. Sollte es nicht so sein, dann kommt es halt irgendwo in die Küche oder irgendwo im Bad oder sowas, wo es halt nicht so stört, und wollte ich eben ausprobieren, weil die viel, viel günstiger sind. Für dieses Produkt gibt es für mich ja keinen Ersatz. Ich habe bisher noch nie was gefunden, was ähnlich sein sollte. Ich mag den Geruch überhaupt nicht. Das ist jetzt hier Ozeanfrische. Ich finde, es stinkt ungemein, aber ich habe da eben einen anderen Duft in der Toilette, und das verfärbt aber das Wasser blau, und da stehe ich so drauf. Das macht gleich so einen Eindruck von Hygiene, von Sauberkeit, von frischem Wasser. Es sieht einfach ansprechender aus als normales Wasser. Ja, in der Toilette, und ja, da stehe ich voll drauf, blaues Wasser. Aber der Geruch, es stinkt wirklich bissig, chemisch. Ich pack das überhaupt nicht. Ich kann das überhaupt nicht leiden, diesen Geruch. Und nur wegen dem blauen Wasser kaufe ich mir das, und kommt immer wieder nach. Bin ich auch immer ganz traurig, wenn es leer geht und nur noch die anderen Kugeln dran sind. Und das Wasser nicht mehr blau ist, aber die anderen Kugeln noch da sind. Ja. Dann habe ich hier noch 2 Produkte, worüber die ganze Welt spricht. Und es gibt es in jedem, und das gibt es auch in jeder Drogerie, beim Rossmann, beim DM, und ich habe es jetzt überall schon gesehen von der Eigenmarke. Ich habe mich jetzt für Balea entschieden. Ja. Kennt ihr, wisst ihr, das ist jetzt wirklich Thema Nummer 1, Erfrischungsspray bei der heißen Hitze. Und ich habe die eigentlich bekommen, weil letztes Jahr habe ich keins mehr gekriegt. Das nur noch das normale Wasser habe ich bekommen. Und diesmal habe ich eigentlich beide bekommen. Also es gab ja letztes Jahr nur das Kokos, soweit ich weiß. Und dieses Jahr gibt es Melone,
Ich bin absoluter Verfechter von Melonendüften. Ich stehe zurzeit so auf dem Tracalmoon Melonenduft als Duschgel. Das ist der Hammer. Probier das mal. Das ist mein absolutes Duschgel. Ich habe noch nie so schnell ein Duschgel verbraucht wie das. Damit dusche ich mich fast jeden Tag. Und Tracalmoon ist allgemein gut. Aber das Melonenduschgel, oh mein Gott, ich liebe es. Ja, deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, wie die Düfte sind. Ich probiere die jetzt nicht aus, sondern berichte euch dann halt irgendwann mal. Und freue mich drauf, mich damit erfrischen zu dürfen und dass das ebenfalls in meine Sammlung einziehen darf. Außerdem duften noch zwei Deos mit. Ein Deo von Balea, Limited Edition Sweet Harmony. Davon habe ich schon zigmal erzählt, weil ich so Panik hatte, dass das aus dem Sortiment kommt. Gibt es aber immer noch im Sortiment. Also es gibt, wird auch immer wieder aufgefüllt. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer bleibt. Ich mag den Geruch wirklich sehr, sehr gerne. Das ist das einzige Deo von Balea. Es gab noch ein blumiges. Das roch auch sehr, sehr gut. Aber das ist wirklich sehr, sehr schön. Das ist für den Winter ein schöner Duft, für den Sommer ein schöner Duft. Das ist ein Vanille-Orangenduft, wirklich ein frischer Duft. Und das reicht mir aber nicht, weil es ohne Aluminiumsalz ist. Ich benutze da immer mein Hydrofugal und das als Duft. Und das desinfiziert auch ein bisschen die Achseln nach dem Rasieren, weil der Alkohol drin enthalten ist. Mag ich sehr, sehr gerne. Schaut euch mal den Duft an. Das kostet nicht die Welt und tolles Deo. Und für meinen Freund dufte wieder mit Hydrofugal, starker Schutz, Klassik am Antitranspirant und duftneutrale Deos finde ich eigentlich bei Männern am besten, weil diese Deos da, also ich glaube 80% der Deos, die stinken einfach nur und dann, wenn man so ein bisschen anfängt zu riechen im Zusammenhang mit diesen ekelhaften Männern-Deos, das ist schlimm. Und ja, ich habe meinen Freund damit angefixt. Die Geschichte habe ich, glaube ich, schon 1 Million Mal erzählt. Schaut euch mal die letzten Hauls und Aufgebraucht an, da erzähle ich das und deswegen mache ich das jetzt nicht nochmal. Haben wir wieder nachgekauft. Wir lieben es. Und dann kommen wir auch schon zu den letzten zwei Produkten. Ja, die Tüte, mein Körbchen ist jetzt leer, steht jetzt hier alles verteilt auf meinem Tisch herum. Das ist echt der Wahnsinn. Ich habe wieder echt gut zugeschlagen. Ich freue mich, die Sachen jetzt verräumen zu dürfen. Aber ich zeige euch natürlich jetzt meine letzten zwei Produkte. Und zwar habe ich nochmal zugeschlagen. Das habe ich jetzt aufgebraucht. Das ist mein absolutes Lieblingsparfüm. Oder Eau de Toilette. Ja, Eau de Toilette. Wer das noch nicht kennt, ich kenne das schon wirklich sehr, sehr, sehr viele Jahre. Also ich glaube, ich habe das schon damals in meiner Jugendzeit verwendet, vor 15 Jahren oder sowas um den Dreh. Also tatsächlich gibt es es schon so lange. Und es riecht wirklich einfach frisch. Es ist ein sportlicher Duft, finde ich. So ein frischer, sportlicher Duft, aber trotzdem irgendwie mit einer weiblichen Unternote. Und ich finde, wenn das jemand drauf hat, du erkennst sofort, dass es dieses Parfüm ist. Es riecht einfach angenehm, gut, kein Kopfschmerz, Duft, es ist einfach geil. Ich habe mir gleich die große Pulle mit 50 ml geholt, weil die kleine doch recht schnell geht. Den benutze ich immer für den Alltag, für zwischendurch und ich liebe es. Es kostet nicht viel Geld und es ist perfekt und es kommt bei mir eigentlich immer wieder nach. Und dann habe ich noch eine Neuigkeit entdeckt, weil mein Love Setting Spray jetzt langsam zum Ende führt, habe ich ein neues entdeckt und da bin ich fast ausgeflippt, als ich das gesehen habe. Kennt ihr das? Habt ihr das schon gesehen? Das ist diese neue Love Glow, Love Lights Reihe im DM. Und das ist ein Luminizing Fixing Water und zwar gibt es ja das normale im Standardsortiment und das erinnert mich extrem an das MAC Fix Plus Pink Light. Hier ist bloß so ein grün-blauer Perlmutschimmer drin. Bei Pink Light ist es ja wirklich Pink-Perlmut, richtig geil. Jetzt gibt es eben hier eins von Love, da sind aber keine Schüttelkugeln drin. Weil es setzt sich doch extrem an. Und es ist der Hammer. Also wenn man das anguckt, sieht man das, wie sich das verteilt, das Perlmut. Das sieht ja richtig krass aus und bin ich sehr, sehr gespannt. Bin ich sehr, sehr gespannt, wie das so auf der Haut wirkt, wie das schimmert. Und ja, das ist eine pure Glitzerbombe, aber im Sommer stehe ich da voll drauf. Und bin sehr, sehr gespannt. Also schaue ich mal das Produkt an. Gab es auch mehrere Sachen, aber das habe ich gesehen, musste sofort mit. Und bin sehr, sehr gespannt, weil ich stehe drauf. So ihr Lieben, das war es auch schon bei meinem DM, Rossmann, ja, zum Teil Kaufland Hall. Ich bin mega begeistert von meiner Ausbeute, freue mich die Sachen jetzt dann demnächst alle ausprobieren zu können, sie jetzt verstauen zu können. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben, darüber würde ich mich sehr, sehr freuen.
Außerdem würde ich mich über ein kostenloses Abo freuen. Ich habe gemerkt, dass nur ein Bruchteil meiner Zuschauer Abonnenten von meinem Kanal sind. Also wenn ihr an diesem Kanal interessiert seid und euch das ein bisschen gefällt, was ich hier mache, dann würde ich mich sehr, sehr freuen über ein Abo. Dann verpasst ihr halt auch kein Video von mir und ihr unterstützt mich dadurch. Und ja, ich freue mich einfach auch über Austausch und Kommunikation. Deswegen freue ich mich immer über sämtliche Kommentare. Ja, deswegen vielen Dank fürs Zuschauen, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ich hab euch lieb und ciao.